Namaste und Juldrie. Ich habe ja eine Hoppala CD gemacht, 2016, also noch in diesem Jahr. Und es ist ein Wunschkind und eigentlich eine Hommage selber zu meinem eigenen Be Earth Day. Mit diesem 12-stöckigen oder 12-stückigen Werk werden 12 Wege, 12 Stationen beschrieben und somit ist es auch so eine Art, ja, Wegebeschreibung oder ein Wegbegleiter für das neue Erdenjahr. Das heißt, im Januar heißt es befreie dich vom Leid, im Februar heißt es wichtig ist, dass du Mensch bist, im März wird das Leben so schön, im April geht es ums Freisein, du schaust erlösen Blues, wird im Mai das Lied des Monats sein. Ich bin jetzt hier im Juni, dann so zur großen Sommersonnenwende einige. Die Lebenswerte im Juli, Permakultur im August, dann geht es also in die Ernte rein. Hoffnungsflimmern im September. Wir sind alle große Lichter im Oktober. Ich bin mein Wunschkind im November. Und Asgard, das Gottesreich, im Dezember. Also wer sich da so eine kleine Reise, kleine spirituell-musikalische Reise mit meinem YOLO schenken möchte, der kann sich das gerne tun. Für 13 plus 2 Euro Porto schicke ich dir das zu. Ich habe einen Haufen Kuverts da hinten und freue mich, wenn ein paar rausflattern, einfach die Adresse zu schicken. Und schon kann das neue Jahr maniolisch begleitet einen Weg nehmen und wenn du irgendwann im Jänner merkst, so nach Heiligen Drei König oder Mitte Jänner, irgendwie läuft's nicht so, und da druckt noch was und zwickt noch was, dann nimmst du komm, befreie dich vom Leid, machst es zu deiner Jänner-Hymne und findest sicherlich auch einen Impuls, was dich gerade quält und dann lass es einfach los und so bin ich dir natürlich gerne auch ein kleiner, humorvoller Hirn- und herzanstupsender Wegbegleiter im neuen Jahr. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir, ich wünsche uns allen miteinander sehr viel Muße, musikalisch, künstlerisch, malerisch, fotografisch, Muße und Musik und ja, eine grandiose, geniale Zeit. Das wird ein Spitzenjahr. Und zum Alten sagen wir ganz leise, Pfiatti, weil es wichtig ist, dass wir Silvester leise sind. Warum? Das sagt euch der Axel Burkhardt, den poste ich dann gleich unter meinem Video. Namaste.